Hier mal den Blick zur Hohen Möhr. Ja, damit ihr mal seht, der Schnee. Ja, hallo liebe Rad- und Wanderfreunde. Ich möchte hier mal nach meiner Hüft-OP eine erste kleine Wanderung machen. Natürlich bin ich nicht alleine, ich bin in Begleitung und zwar mit Felix. Er wird mir den Weg zeigen und solange er Lust hat und ich Kondition habe, so lange machen wir das. Ansonsten kehren wir um, zwischendrin eine kleine Pause, habe ich mir vorgestellt. Und dann schauen wir mal weiter. Gell, Felix? Felix, schau mal. Schau mal. Hallo, Herr Hund. Ja, da geht der Weg lang. Also, er hat den Weg schon auserkoren. Ja, wir laufen jetzt hier am Golfplatz vorbei. Die ersten Weiden auch schon am Sprießen hier. Dann wird bald in 14 Tagen hier alles blühen. Hier mal einen Blick zur Hohen Möhr. Ja, damit ihr mal seht, wenn der Schnee fehlt, wie es aussieht. Oh, 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 Felix, komm ganz schnell her, komm ganz schnell, 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 da kommt Fahrrad, komm, 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 komm. Stopp, hier bleiben, Felix. Leute, dann hier ein Blick in den Schwarzwald nach hinten. Wir haben Kaiserwetter. Na, was macht unser kleiner Teufel? Hä? Was hast du gemacht wieder mit der Leine, du Eumele? Na du? Ja. Komm Räuber, saufeln. Komm.
Fuß. Ja, was gibt Schöneres an so einem Tag zum Wandern? Sonne pur, kein Wind, nichts. Gerade mal ein Lüftlein. Und wir gehen ganz, ganz, ganz gemütlich mal unsere erste Probestrecke. Mal gucken, wie es aussieht. Also ich nachher noch spüre oder nicht spüre, aber im Augenblick spüre ich überhaupt. Ich spüre seit Tagen schon gar nichts mehr. Aber ich will es auch nicht überreizen. Nicht, dass irgendwo noch was sich löst oder keine Ahnung, was es da alles geben kann. Ich will es auf jeden Fall nichts riskieren. Und hier mal ein Blick über den Golfplatz. Das ist ein ganz schön großes Areal. Es ist also schon, und da unten nochmal der Blick zu dem Bauernhof, der vor kurzem abgebrannt ist. Da sind einige Viecher verendet drin. Kleine Korrektur, ist die Stallung abgebrannt, nicht der Bauernhof. Der Heizkessel hatte eine Verpuffung, wurde festgestellt.
Ah, die ersten Kaulquappen sind schon parat. Die ersten Froscheier meine ich natürlich. Das rauscht der Bach. Da unten plätschert die Wiese, so heißt hier der Fluss. So, Harald, Brezel, Brezelpause. Ja? Nein. Hm? Ja? Das haben wir uns verdient. Nein. Ja, da unten haben wir kleine Stauwehr an der Wiese. Das rauscht ganz schön. Die hat ja auch genügend Wasser von der Regenzeit jetzt. Ja, Freunde. Sieht nicht schlecht aus.
Ja. Es schwitzt der Bach, der Wald, der Stein. So, mittlerweile sind wir an der Wiesenbrücke angekommen. Gehen ein Stück in die Stadt und dann wieder an den Wiesenweg zurück, wo kein Autoverkehr herrscht. Da schwimmt der Entenbraten. Ja, liebe Wanderfreunde, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Wiese auf dem Rückweg nach Hause. Aber wir haben schon noch ein schönes Stück zu laufen. Macht ja bei dem Wetter nur Spaß. Gell, Herr Hund? Felix, schau mal. Und einem Angler zugucken, wie er seine Rute auswirft. Ah, prima. Ja, liebe Radwanderfreunde, da wo ich eigentlich hin wollte, mich hinsetzen wollte, ist Völkerkuh von Türkisch bis ich weiß nicht wo. Oh, das ist ziemlich unruhig. Deshalb sage ich mal hier schon Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Hubert und euer Felix natürlich auch. Ich werde noch ein paar Impressionen so einfangen, bis wir zu Hause sind. Aber sag jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich habe meinen Lauftest bestanden. Tschüss. Jetzt geht natürlich gerade so ein dober Wind. Naja.